Ja, Mahlzeit zusammen. Kleine Sache, Vega, let's go, Evoli. Ich habe nach dem letzten Stream am Freitag mir mal Mew auf den Pokéball gezogen, um zu schauen, wie das funktioniert mit dem Spazierengehen. Und nachdem ich doch jetzt schon etwas lange mit ihm unterwegs bin und ich momentan dank Schule keine Zeit habe zu streamen, dachte ich mir, bevor ich das Viech jetzt wochenlang wieder mit mir rumschlepp, tue ich es mal wieder zurück, schau, was passiert ist, weil ich war ein bisschen in München unterwegs. Hab auch den Ball, was ich bis dato nicht wusste, mit Let's Go, mit Pokémon Go verbunden, was auch irgendwelche Bonus-Sachen geben soll. Und deswegen dachte ich mir, übertragen wir Mew mal zurück, schauen, was passiert ist und nehmen eventuell Evoli mit. Und anschließend erkläre ich euch noch, wie das mit dem Spaziergehen mit Mew genau funktioniert. Ist so erstmal mein Plan. Also ich nehme jetzt den Ball, connecte den. Hoffentlich. Genau. Ja, den wollen wir verwenden. Und jetzt schauen wir mal, wie gesagt, ich habe mich nur eingelesen, wie man das überträgt und was man damit machen kann. Was es mir genau bringt, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Habe ich keine Ahnung. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Da ist es. Also es ist faszinierenderweise, Mew bleibt im Spiel. Das heißt, ich hätte jetzt auch weiterspielen können, obwohl es hier drauf ist, auf dem Pokéball. Aber ich muss, glaube ich, nicht in die Kommunikation. In Speichern rein. Pauschal einfach mal speichern, warum nicht? Bevor ich es vergesse, sowas passiert mir ja zum Glück nicht. Pokémon mit auf einen Ausflug nehmen. Und jetzt schauen wir mal, was uns das Ganze eigentlich gebracht hat. Drücke den oberen Knopf auf den Control Stick. Okay, ist verbunden. Drücke den Control Stick. Ein Pokémon macht gerade einen Ausflug in deinem Pokéball Plus. Soll es zurückkommen? Ja, jetzt schauen wir mal. Wie gesagt, ich war einiges unterwegs. Okay, obwohl ich den Ton ausgemacht habe. Ist Mew wieder da? Das ist kein zweites Mew, es ist das gleiche. Mew hatte auf dem Ausflug mit dir sehr viel Spaß. Jetzt bin ich mal gespannt. Mew erhält 60.000 Erfahrungspunkte. Okay, sind 6 Level gewesen. 52, okay, danke. Ich weiß nicht, dass sie einem das zweimal anzeigen, dass das ein Level-Up hat. Ich verstehe das bis heute nicht. Mega-Hieb. Ja klar, warum nicht? Was haben wir denn? Zahltag, Psychokinese, Schaufler, Siedewasser. Nö, eigentlich, nö. Nein. Hier hat Mega-Hieb nicht erlernt. 56 und 57. Okay, waren schon mal, jetzt hat 6 Level, 5 Level. 5, genau. So, Pokémon Go-Erfolge, 472, sage ich, war ein bisschen unterwegs. Pokémon Go-Einsätze, 779. Spaß gehabt, 2000, was auch immer das heißt. Gemeinsame Schritte, 14.000. Trainer hat reagiert, sehr viel Spaß gehabt, Trainer wurde gerufen, viel Spaß gehabt. Okay, was bekommen wir jetzt dafür? 3 Sonderbonbons, 12 Mew-Bonbons, 12 Mew-Bonbons und ein Robust-Bonbon. Also haben wir jetzt 24 Mew-Bonbons. Okay, das ist auch eine gute Dings, Okay, da gibt's auch noch Erfolge dafür. Noch mehr Mew-Bonbons, noch mehr Mew-Bonbons und 10 Sonderbonbons. Oha! Läuft, du hast Belohnung für euren Ausflug. Okay, das heißt, wir haben jetzt halt einige Mew-Bonbons. Ja, ich will den Controller bitte weiterverwenden. Und Dankeschön. Und ja. Dadurch können wir jetzt Mew eigentlich gut pushen nochmal. Das ist ja noch nicht stark genug. Aber die Mew-Bonbons brauche ich ja sonst eigentlich für nichts. Also warum soll ich sie Mew nicht auch geben? So. Einsetzen. Also ich kann sie nur Mew geben. Okay, und die machen einfach alle stärker. Kann ich dem jetzt so viele geben, wie ich will? Warum eigentlich nicht? Das ist ja erst Level 57. Da kann man schon mal ein bisschen reinbuddern. Okay, also in dem Spiel ist das echt einfach, eigentlich recht schnell recht stark zu werden, gerade mit solchen Techniken. Genau. Okay, das werde ich jetzt nicht mehr weitermachen, sonst werde ich gar nicht mehr fertig. Nee, wollte ich euch nur zeigen, nicht dass ihr euch dann irgendwann mal wundert, warum Mew auf einmal irgendwie mehr Level hat als alle anderen. Für die restliche Zeit werde ich jetzt wahrscheinlich Evoli mit draufschmeißen.
damit Evoli dann auch ein bisschen nachzieht und wir ein paar Evoli-Bonbons kriegen. Ziehe den dann auf den Ball, drücke den oberen Knopf oder den Control-Stick. Und dass der vielleicht auch so die gleiche, ungefähr die gleiche Behandlung bekommt, dass die auch wieder gleich sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Partner-Pokémon nochmal was extra ist. Oder wie auch immer. Ach Gott, das redet auch im Ball nochmal. Oh Gott. Okay, faszinierenderweise ist er im Stummmodus. Was ich gerade das Video aufgenommen habe mit Mew. Aber im Spiel selber, wenn er connected ist, scheinbar nicht. Okay. Ne, genau, nur dass ihr Bescheid wisst, warum Mew ein bisschen stärker geworden ist. Und warum wahrscheinlich Evoli dann auch ein bisschen stärker sein wird. Okay. Das macht komische Geräusche. Da hat mir Mew doch besser gefallen mit seinem Gameboy-Spiel-Sound. Statt dieses neue, aber okay. Genau. Dann zeige ich euch jetzt noch, wie man mit dem Viech im Pokéball spielen kann. Und genau. Dazu haben wir hier den Ball. Da ist jetzt Mew drauf. Den habe ich übertragen. Und solange das Ding nicht leuchtet oder irgendwas, ist alles gut. Einmal länger hier auf den Taster drücken, dann sieht man, hier sieht man vielleicht nicht ganz so gut, leuchtet es pink, weil Mew ja ein Psycho-Pokémon ist. Und dann kann man mit ihm spielen. Dann spielen tut man ganz einfach, indem man das ganze Ding schüttelt. Oder indem man es rollt. Dann macht Mew auch dann einen anderen Sound als geplant. Und wenn man das Ding anlässt und einfach mal kurz wartet, dann schreibt Mew nach einem und dann, wenn man dann mit ihm spielt, freut es sich auch tierisch. Also so kann man mit Mew spielen. Das ist auch alles, was man machen kann. Wenn man keinen Bock mehr hat, drückt man irgendwo drauf, dann ist es aus, dann macht es auch keine Geräusche mehr. Und was ich auch zum Glück rausgefunden habe, ist, wenn man oben und den kurz gleichzeitig drückt, dann vibriert der Ball kurz. Und jetzt ist er leise. Der macht keine Geräusche mehr. Also er vibriert immer kurz. Aber jetzt ist er auf jeden Fall leise, was dann auch im Stream hoffentlich wesentlich besser wird, wenn man das Viech nicht dauernd durchs Mikrofon hört. Genau. Und dann war's das. Dann hoffe ich, dass bald mal wieder ein Stream kommt, wenn Frau Ried und ich Zeit haben. Und ich wünsche euch einen schönen 1. Mai. Heute ist Feiertag. Genießt ihn. Ich bin bei meiner Familie, während ihr euch das anschaut, weil mein Vater, der alte Mann, hat Geburtstag. Deswegen gibt's auch heute nichts von mir. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal und bleibt sauber. Okay, leider seid ihr mal wieder am Ende von einem Video von mir. Aber keine Angst, das nächste Video werde ich garantiert auch bald wieder hochladen. Solange könnt ihr euch aber gerne die Zeit mit einem anderen Video von mir vertreiben, das nun hier angezeigt wird. Und wie immer, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal und bleibt sauber. Red.